Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum zweiten Modul deines Meditationskurses Kraft der Meditation. Mein Name ist Benjamin und ich möchte hier in dem Video jetzt ein paar Anleitungen geben, was wir in der zweiten Woche machen, im zweiten Modul. Das zweite Modul heißt Herz-Gehirn-Kohärenz, also die Verbindung zwischen Gehirn oder Hirn und Herz. Warum, glaube ich, ist das wichtig? Warum kann es dir helfen, ein noch erfüllteres Leben zu führen? Ja, wir sind ja doch, wenn wir im Alltag sind, ganz, ganz oft stark mit Hirntätigkeit beschäftigt. Bei der Arbeit, da geht es viel um Zahlen, Daten, Fakten. Unser Gehirn ist unser wichtigstes Organ. Dennoch sind ja alle Organe im Zusammenspiel und wenn ein Organ nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Körper nicht. Es gibt noch ein wichtiges Organ, das Herz. Und man hat es bisher eigentlich nur gesehen als das, was uns am Leben hält, das, was das Blut durch unsere Adern pumpen lässt. Man hat aber jetzt herausgefunden, in den 90er Jahren, dass das Herz 40.000 Neuronen hat, also Neuronennetz, wie im Gehirn auch. Und nennt es deswegen auch das zweite Gehirn. Warum ist das für dich interessant, das zu wissen? Wenn du weißt, dass dein Herz nicht nur ein zweites Gehirn ist, sondern auch ja, ein Resonanzfeld nach außen sendet. Denn das ist das, was ja in unserem Kopf passiert. Die elektrischen Signale, die gesendet werden an den Körper und die vom Körper zurückgehen durch die Nervenbahnen, die erzeugen ein enormes Resonanzfeld, ein Magnetfeld. Das kann man wissenschaftlich nachweisen auf eine ganz einfache Art und Weise. Und das Ganze ist im Herzen auch so. Aber festgestellt, dass das Herz ein viel, viel stärkeres Magnetfeld aussendet. Was bedeutet das? Also mal angenommen, du bist in einem Raum, du bist in einem Seminarraum, wo auch andere Menschen sind. Und dann kommt zur Tür hinein ein Mensch, der 10 Meter weit entfernt ist, aber du fängst schon an, was zu spüren. Und du nimmst diesen Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise wahr. Ich glaube, dass das ganz viel mit der Resonanz zu tun hat, mit unserer inneren Haltung, die wir haben. Und diese innere Haltung bestimmt sich eben nicht nur darüber, was wir denken, sondern vor allem auch das, was wir fühlen. Und das, was wir fühlen, senden wir nach außen, wie so Wellen. Kannst du dir vorstellen, so wie wir hier am See sind, wenn ich hier einen Stein reinwerfe, dann zieht das ja, Wellen, die immer weitergehen und immer größer werden, bis das Ganze sich dann wieder abflacht. Und wenn wir es schaffen, diese Resonanzwellen zu verstärken, dann können ganz wundervolle Dinge passieren in unserem Leben. Ja, in dieser Meditation, in der Gehirn-Herz-Kohärenz-Meditation, eine ganz einfache Meditation, wollen wir üben, dass wir dem Herz mehr Raum geben, dass wir dem Herz auch das Signal senden, dass es in Ruhe und in Frieden ist und mit diesem Gefühl das Ganze dann mit dem Gehirn zu verbinden, damit das Gehirn sich da auch beruhigen kann und es da wieder eine Kommunikation stattfindet. Denn wenn da eine Kommunikation stattfindet, dann ist ganz, ganz viel gewonnen. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß in dieser Meditation und wir sehen uns dann im eigentlichen Meditationskurs. Bis gleich.